Ja, was macht eine Polin in einer Autogarage? Ganz klar, sie hat neue Tipps und Tricks für euch rund ums Auto. Heute zeige ich euch, wie man trübe Scheinwerfer wieder sauber bekommt. Alles, was ich dazu brauche, ist Zahnpaste. Achtet darauf, dass die Zahnpaste eine ist, wo sogenannte Mikroperlen drinnen sind. Die Mikroperlen erzeugen Reibung und damit poliere ich die Scheinwerfer wieder auf Hochglanz. Na bitte. Jetzt den Scheinwerfer von vorhin noch einmal sehen und den jetzt hat das Auto doch endlich wieder Augen. Toll! Ja, wenn man viel mit dem Auto unterwegs ist, dann braucht man eigentlich ein Navi. Und das kann so schick sein wie dieses hier im Auto. Es kann aber auch ganz günstig sein und aus zwei Gummiringeln bestehen. Ich zeige euch jetzt, wie man mit zwei Gummiringeln eine Halterung macht fürs Handy, sodass ich mit der Handy-Navigation fahren kann. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe das Gummiringel mit Hilfe einer Haarnadel durch die Lüftung durch. Tada. Seht ihr? Und hier in dieser Halterung spanne ich ganz locker das Handy ein. Das hält gut und schon kann ich starten. Die andere Möglichkeit wäre die für den Beifahrer, falls euch der navigieren helfen soll. Dann habe ich zwei Gummiringel, spanne diese auf der Beifahrerseite ein und zwar auf der Seite. Ups. Und auf der Seite. Und hier mache ich eine kleine Drehung. Spanne das Handy so und so ein. Hält perfekt. Und ich kann mich einfach auf den Straßenverkehr konzentrieren. Ja, ein ganz einfaches Handy-Halterungssystem für die Navigation, kostet so gut wie gar nichts, macht Spaß zu montieren und funktioniert.